Du bist traurig. Ehrlich. Level 217, Alpha Wolf. Ja, da hat der gut geleuchtet. Das hat er irgendwie gar nicht gesehen. Mein Hühnchen. Ich muss nur an meine Sachen kommen. Ja, Leute, also das bringt ja hier nichts, wenn da Herbie mit dem Alpha-Wolf ist weggefrühstückt wird. Es sei denn, da Herbie schafft es, diesen Alpha-Wolf irgendwie hier Aber um ehrlich zu sein, hat der Herbie keine Ahnung wie. Komm mal hier hoch. Fünf. Hab ich es jetzt schon geladen oder nicht? Nee, natürlich nicht. Aber das dauert so lange. Kann da Herbie? Kann man hier irgendwie hochkommen? Sehr super. Wie macht denn das der Herbie jetzt? Da hoch müsste der Herbie kommen. Herbie, jetzt musst auch mal treffen. Ja, Leute, also ich glaube, da muss der Herbie eine andere Position kriegen. Die hat er noch nicht. Steht auch keiner. Guck doch mal. Kann man hier rein irgendwie? Ne. Na gut. Ja, da war es um Hadi und Nani geschehen. Oh, wie traurig. Na gut. Aber der Herbie nichtsdestotrotz hat wenigstens seine Sachen wieder, wisst ihr? So. Ah ja, der Herbie soll ich wenigstens noch anziehen, ne? Ja, der Herbie rennt über Stock und Stein, ne? Und schwimmt im Wasser. Was ist denn das? Eine Kuh. Herbie hat sich auf sein Hühnchen gefreut. Das war so süß. Dann kam der Alpha-Wolf. So ein Ärgernis, ja? Das ist nicht schon wieder so ein Alpha-Wolf, oder? Okay.
Okay. Ja, das weiß man halt nicht so genau. Ich glaube, mit dem Pfeil und dem Bogen wären wir besser dran, hä? Ach Mensch, das wollen wir nicht. Das hab ich jetzt nicht gemacht, oder? Es war geladen. Der Hörbi braucht Pfeil und Bogen. Komm her, du. Jetzt tu's mal hin. Spät, hä? Hörbi ist sauer. Wegen euch hat er die Hühnchen verloren. Das lastet ihm Hörbi heute noch ganz schön lange nach. Ist da? So. Sechs. Ich hab auch Schlange. Und her, du. Doch, Hörbi hat zwar nichts gesehen. Lali. Also zum Frauen bist du nicht geeignet. Hörbi ist aber voll. Also Leute, da können wir hier schnell mal was trinken. Und dann reisen wir die beiden ab. Was haben wir gelernt? Der Hörbi hätte das Wasserfass einfach aufheben müssen. Der Hörbi hat echt eine Menge noch zu lernen, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Alpha, eine Alpha-Krähe, ja. Oh, Gott sei Dank nur eine Krähe. Die greift wenigstens nicht an, weißt du? Hallo? Wieso kriegst du das da nicht hin? So. Geht entweder nur das oder das. Na gut, dann so. Oh, fährt es falsch. Ja, ja. So, Bild. Haus. Sehr schön. So. Ich meine, also so für PvP ist das Haus natürlich nicht geeignet, wisst ihr. Mal schauen, wohin wir jetzt kommen. Kann man hier hochlaufen? Nee, das geht nicht. Klapperschlange! Hörbi hat ein Schwert da. Die Klapperschlange. Na gut. Was ist denn das? Hey! Hier ist Kristall. Oder? Ja,
Wenn jetzt hier also eine Biene war, wie sieht denn dann der Honig aus? Kann mir das jemand sagen? Wie sieht Honig aus? Ist da hier oben? Ja, da kann der Hobby hier eine Freunde setzen. Nee, F1. Quarz. Ja, seht ihr? Okay, 3. Gibt's hier Hühnchen? Nee. Ein Schaf. Aber keine Hühnchen. Hä? Warum ist das so schwarz? Ach, das sind die Schatten, hä? So, was ist denn hier? Was ist denn das? Ha? Okay, immer ran. Mensch. Als was gilt das? Edelsteine? Als was? Zählt das als Eisen oder so? Rohstoff Edelstein? Nee. Oh, aber da kann sich der Hörpik hin. Das ist ja hochinteressant. Hörpik hätte gern wieder ein Hühnchen. Sein Hühnchen wurde getötet. Also hier oben ein Häuschen zu bauen ist auch nicht verkehrt, hä? Ja, guck doch mal. Da unten ist ein Hörpik sein Häuschen. Und hier oben könnte er noch ein Häuschen bauen. Hä, was ist denn da hinten oben? Ist das nur eine Burg? Ja, ne? Ha. Ja, hier oben wird die Luft knapp, hä, mein Freund. Jobi, das ist ganz schön anstrengend. Aber hier sieht man viel. Was ist hier denn das? Ist das nur eine Burg? Sieht doch aus wie eine Burg. Wo ist denn der Hub? Aha. Schaut doch mal, wie schön das aussieht. Kann der Hörbi hier runterfallen? Oh! Okay, nichts passiert. Nur ein bisschen. Hier oben kann der Hörbi auch einen kleinen Außenposten bauen. Was ist da? Ein Hase. Ist das ein Hühnchen? Bist du ein Hühnchen? Ja, 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 aber es ist ein Hahn. Egal. Hör mal, Hühnchen. Hörbi hat Lust. Sei. Ob wir das schaffen? Ja, weißt du, mein Hahn, wir finden dir auch bestimmt noch eine Henne, wisst du? Aber du legst halt keine Eier. So. Frodo. So. Ah, schau. Ich kann die aufheben.
So, jetzt muss ich dich irgendwie heile nach Hause bringen. Ja, allerdings hat doch irgendwie keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Wow. Also Hühnchen, wir müssen schauen, wie wir das jetzt hinkriegen. So, jetzt runter bitte. Ja. Versteh doch. Hühnchen, kommst du mit? Ja, aber nicht sterben. Hühnchen ist schon unten. Du warte. Okay. Und ab der Fisch. Hopp. Oder? Lass uns schnell nach Hause flitzen. Also geduldiges Laufen, eher, hä? Nein. Nichts gegen meinen Frodo. Komm schon, Frodo, komm. Wir gehen weiter. Wir kämpfen uns den Weg bis nach Hause. Huch. Jetzt sind wir durch den Berg geklitscht. Wo wohnt der Herbie? Irgendwo. Okay. Aber noch sind wir nicht zu Hause, aber das Überlebensbrett sieht der Herbie schon mal. Seht ihr? Schön wäre es, wenn der Herbie hier auch noch ein Hühnchen finden würde. Also ein Abenteuer für ein Hühnchen, echt. Das ist schon scharf. Leute, Frodo ist da. So, folgen die Aktivierungen. Was haben wir denn hier noch? Ernteeinstellung? Nö, das soll doch schon weg. Was haben wir denn noch? Befehlsgruppe ändern. Aufheben Inventar. Hübchen. Na, kastrieren? Ne. Ne, wir können doch. Ne, das können wir nicht machen. Wir können doch Frodo nicht kastrieren. Nö, das ist hart. Na gut, aber der Herbie sichert bei der Aufnahme. Also, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, euer Herbie, der wenigstens ein Hühnchen hat. Einen männlichen Hahn, ne, dem Frodo.